Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir mal angucken, wie wir im Patch 10.1.5 uns den Händler für das T3-Set freischalten können, beziehungsweise ja, also mal den Grundhändler. Wir müssen dann zwar dann noch ein bisschen mehr machen, um die T3-Sachen zu kriegen, aber den Grundhändler wollen wir uns jetzt mal freischalten, beziehungsweise bei dem gibt es dann auch noch alles mögliche andere an Zeug. Als allererstes, was braucht ihr, um jetzt erstmal hier weiterzumachen? Denn wir haben ein paar Voraussetzungen. Ich hatte nämlich die Tage jetzt schon ein paar Videos aufgenommen gehabt für das Ganze. Als allererstes müssen wir nämlich, bevor wir jetzt hier anfangen können, zwei Sachen machen. Und zwar zwei Heldentaten, Erinnerung an Scholomance. Mit dem können wir das alte Scholomance freischalten. Und das ist ein Rätsel, da seid ihr schon ein paar Minuten dran, ne? Da hatte ich ein eigenes Video aufgenommen. Das solltet ihr euch als erstes angucken. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr das nächste Rätsel machen, und zwar Schutz der Zitadelle des Schreckens. Da könnt ihr dann dementsprechend die alten Secrets aus Nax freischalten, auch unter anderem den Port nach Nax von den östlichen Königreichen. Das braucht ihr auch. Ihr könnt das hier nur machen, wenn ihr vorher Scholo gemacht habt, weil ihr müsst in das alte Scholo rein für das weitere Rätsel. Heißt, die beiden solltet ihr schon gemacht haben oder ihr schaut jetzt erst die Videos an und dann können wir erst hier weitermachen. Wenn ihr die nicht habt, dann können die Items quasi nicht droppen, die jetzt an der Stelle folgen. Gut, ihr habt das Zeug, dann schauen wir jetzt hier weiter. Habt ihr es nicht, ich werde euch die Sachen verlinken, schaut euch die vorher an, sonst macht es hier keinen Sinn, dann könnt ihr hier quasi nicht weitermachen. Gut, als allererstes, wir müssen einmal nach Nax Ramas rein. Es ist jetzt da egal, ob ihr quasi hier nach Nax Ramas direkt reinfliegt oder ob ihr jetzt quasi den Port, den ihr euch ja freigeschalten habt, ne, hier haben wir jetzt den Port, wo wir quasi uns hinporten könnt rein. Ich bin jetzt im 10er, weil später anscheinend noch ein paar Rätsel relevant sind, dass man da im 10er sein muss. Für das, was wir jetzt machen, ist es noch nicht relevant, aber geht vielleicht auch am besten in den 10er rein, um, wenn ihr dann das Mount später noch farmen wollt, das auch noch machen könnt. Genau, dann sind wir einmal in Nax Ramas im, was ist das? Wir sind jetzt quasi im im Spinnenviertel sind wir, Arachnoidenviertel, ja, dass ich es nur rausbringe. Und wir müssen jetzt den zweiten Boss umhauen, Großwitwe Feralina. Und die kann uns das erste Item droppen, was wir haben wollen. Ich habe jetzt zur Sicherheitsweise auch wieder die Anstecknadel angelegt. Ich denke mal, die brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt, aber sicher ist sicher. Also die hauen wir jetzt um. Und ihr seht, wir haben jetzt einmal hier diesen Geißelstein rausbekommen. Den können wir später auch noch brauchen, das droppen die ganzen Bosse hier. Und dann habe ich zusätzlich ein Item bekommen, das wir jetzt brauchen, und zwar das Nähzeug von ihr. Und das benötigen wir, um einen Greifhaken herzustellen. Und mit dem Greifhaken müssen wir nämlich später noch ein paar Sachen machen. Heißt, das erste Item haben wir von 3, das droppt hier von ihr. Übrigens, haut am besten nicht mehr Bosse um als notwendig, denn wir brauchen später für andere Rätsel noch ein paar Bosse, deswegen haut am besten nur diesen Anubarak-Verschnitt hier um und die Großwitwe, ne? Gut. Dann sind wir jetzt beim zweiten Item. Und zwar sind wir jetzt einmal in das Seuchenviertel, Konstruktionsviertel sind wir rein. Und wenn ihr da reinlauft, also warte mal, ich zeig's euch ganz schnell. Hier kommen wir quasi von der Mitte rein, das ist da, wo diese ganzen Flickwerkviecher rumstehen. Und hier, wenn wir zum ersten von diesen Behältern rennen, haben wir hier ein Item, wo wir anklicken können. Praktischerweise verlegter Haken. Und das ist quasi das zweite Item, was wir brauchen. So, Nummer 2 haben wir. Und dann Nummer 3 soll anscheinend von allen möglichen Schleimen droppen können. Heißt, wir hauen jetzt einfach mal hier ein paar Schleime um. Und dann schauen wir mal, ob es irgendwo drin ist. Die können wir schon mal nicht looten, dann gucke ich mal, wo ich es herkriege. So, das Mysterium hat sich aufgeklärt. Wir müssen die Schleime nicht umbringen, sondern wir müssen hier reinangeln. Ich persönlich habe genau 2-mal reingeangelt, also hier in den Schleimwasser, und hatte das letzte Item drin, und zwar diese Kette der Monstrosität. Und ja, vielleicht hatte ich jetzt übelst Glück. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Tries ihr hattet, aber das war relativ schnell drin. So, dala, jetzt haben wir quasi alle 3 Teile, die können wir jetzt umwandeln. Und kriegen damit einen Greifhaken. Und mit dem Greifhaken müssen wir jetzt quasi weiter. So, sobald wir diesen Greifhaken haben, können wir den anklicken und lernen den, ne? Ich habe das jetzt schon gemacht, der ist einmal quasi gelernt.
Und jetzt müssen wir ein paar Items besorgen. Und zwar brauchen wir am besten 4 von dem hier Weihwasser von Stratholm. Deswegen bin ich jetzt gerade nochmal nach Stratholm gegangen, habe mir die einmal besorgt. Ne, die werden wir gleich brauchen. Dann als nächstes brauchen wir hier schwarzer Kaffee. Das ist ein Item, das kriegen wir von allen möglichen Händlern. In Shatra von den Händlern, in Sturmwind, Dazar'alor und so weiter. Ne? Oder ihr macht es so wie ich habe den für 4 Gold im Auktionshaus gekauft. Ihr könnt wahrscheinlich auch in NSW gehen und den für 5 Silber beim Händler kaufen. Aber wir müssen uns noch ein paar andere Sachen besorgen, deswegen, ja, ich war da zu faul, ehrlich gesagt. Dann brauchen wir 3 Dunkelruhen, die habe ich einfach aus dem Haar gekauft. Dann brauchen wir 5 Geißelsteine des Verderbers, so rum, genau, das sind die großen, die gibt's aus Nax, und zwar von den Bossen, da haben wir ja eh schon jetzt ein paar umgehauen, beziehungsweise ich kann euch gleich zeigen, welche ihr am besten da noch weghaut. Und dann brauchen wir Geißelstein des Eindringlings, davon brauchen wir 20 Stück, die kriegen wir jetzt auch in Stratholm hier drin oder im alten Scholo, da könnt ihr die quasi farmen. Und sobald wir die Teile haben, können wir quasi wieder lostigern und nach Nax gehen. So, mit den Items ausgerüstet, sind wir jetzt wieder in Nax angelangt. Und jetzt habe ich bis Thaddäus die Bosse gekillt. Heißt, ich habe Flickwerk umgehaut, Gobulus, Glut und Thaddäus. Vorher hatten wir ja die anderen beiden umgehauen. Sprich, deswegen haben wir auch genug von diesen Geißelsteinen schon, von den Großen des Verderbers. Und jetzt haben wir ja auch schon das Item eingesetzt, ne? Also diesen Greifhaken. Und jetzt seht ihr, ich bin hier reingelaufen zu Thaddäus und bin auf die linke Plattform. Und dort haben wir jetzt einen Greifhaken, den wir einfach anklicken können, ne? Also Greifhaken lernen, erst das könnt ihr anklicken. Und jetzt können wir uns quasi hier rumhucken. Ihr seht, da schießen wir immer sowas raus. Sieht jetzt in der Katzengestalt ein bisschen strange aus. Wenn ich jetzt im Normalen bin, hier haben wir dann quasi so eine Armbrust, würde ich sagen, wo wir diese Bolzen rausschießen. So, jetzt sind wir quasi einmal im Karree hier rum, ne? Und dann können wir jetzt hier oben einen anklicken. Mal ganz darüber. So, jetzt laufen wir quasi hier entlang. Schubbern da so rum. Dann hier einmal um die Ecke. Ein bisschen an den Rand. Und dann können wir hier hinten den Haken quasi benutzen. Also ihr seht, da müssen wir jetzt schon ganz schön hin und her. Dann laufen wir hier vorne hin. Ah, ich glaube, ich muss noch ein Stück weiter vor. Da müssen wir mal kleine Schritte machen. Okay, dann können wir uns da anklicken. Und dann können wir hier rüberlaufen, ne? So. Hier müssen wir einmal hoch. Und jetzt liegt hier ein Typ. Den können wir anklicken. Der hat sich nämlich totgestellt. Da passiert aber nichts. Und jetzt kommt quasi hier das Weihwasser zum Tragen. Oder auch nicht, weil ich ein Problem mit der Nether habe. Okay, das tue ich mal fix refreshen. So, Dalla, ich hab's jetzt hoffentlich entbuggt. Jetzt können wir nämlich das Wasser nehmen und auf ihn draufschmeißen. Das dürfte ihn nämlich aufwecken. Ja, was wollt ihr? Und jetzt steht er da und hat eine Quest. Und für die Quest brauchen wir halt die Sachen, die wir jetzt besorgt haben. Die nehmen wir jetzt mal an. Und ihr seht, die haben wir direkt schon fertig. Schön, dass ich helfen konnte. Also wir brauchen, ne, 20 von diesen Geiststand des Eindringlings, 5 des Verderbers, 3 Dunkelruhen und diesen schwarzen Kaffee. Wie gesagt, ich habe mir die aus Maha gekauft. Könnt ihr auch in SW, Dazar'alor, Shatra besorgen. Da gibt es viele Händler, die den quasi dabei haben. Gut, wir gehen jetzt aber her und geben die Quest ab. Können uns jetzt schon mal einen Teil aussuchen. Zum Beispiel hier das Leder-Item. Machen wir das mal. Und jetzt können wir bei ihm die Geißelsteine umtauschen gegen Marken, ne? Da haben wir verschiedene Optionen. Und er hat jetzt auch die ganzen Items hier mit dabei, die wir einmal brauchen. Wir haben zum Beispiel hier auch noch ein Toy und andere Sachen. Und so wie ich das gehört habe, sollen wir jetzt anscheinend nochmal ein Weihwasser draufschmeißen. Und dann steht er am Anfang der Instanz und das werden wir uns jetzt mal angucken, ob das funktioniert.
Sodala, also ich bin jetzt einmal rausgelaufen, beziehungsweise sind wir ehrlich, bin runtergesprungen in die Suppe, bin gestorben, war am Anfang der Instanz. Dann müsst ihr einmal rauslaufen aus der Union wieder rein und dann steht der Typ nämlich hier am Anfang, wie ihr seht. Und jetzt haben wir, wie wir gerade schon vorhin gesehen haben, einige Items. Wir haben erstmal jeden Slot hier, ne, den ihr einmal kaufen könnt. Und aus diesen Items ist es quasi so, dass man die gegen diese Druckmittel des Todes kaufen kann. Und die Druckmittel des Todes bekommen wir halt, indem wir quasi bei ihm die Geißelsteine abgeben, wenn dann einen von den Raid-Bossen oder 10 von den Dungeon-Bossen. Ne? Dann kriegen wir einen Token. Und diese Teile können wir quasi dann kaufen. Und wenn wir sie gekauft haben, einsetzen, dann kann ein random Item rauskommen. Wenn wir Glück haben, kommt so ein Item raus, dass wir es zu T3 umwandeln können. Wir brauchen nämlich so ein Base-Piece-Teil. Ich habe jetzt zum Beispiel die weiten Lederarmschienen. Und das ist quasi schon das fast fertige Item. Wir müssen aber da ein bisschen was umwandeln. Und zwar kann ich das euch mal auf WoW Head zeigen, da sieht man es vielleicht ganz gut. Wenn man diese Teile eintauscht, dann kommt ein random Teil raus und es kann halt sein, dass jetzt zum Beispiel hier dieser Helm des beklagten Kreuzfahrers rauskommt. Ne? Und wenn wir dieses Token haben, dann müssen wir dieses Token umwandeln und zwar müssen wir es umwandeln, indem wir uns diese Teile hier holen. Ne? Es gibt eins für Stoff, eins für Leder, eins für Kette und eins für Platte. Und diese Teile kriegen wir über Rezepte. Und diese Rezepte können halt die verschiedenen Crafter holen. Ne? Leder kann der Lederer machen, Kette halt auch, ne? Stoff kann der Schneider bauen und Schmied kann dementsprechend das Plattenteil bauen. Diese Rezepte wiederum kriegen wir, wenn wir die Heldentat haben, dass wir ein T3-Set vollständig haben. Dann können wir die quasi bei dem hier kaufen, gegen 20 von diesen Druckmitteln. Wenn ihr diese Heldentat nicht habt, gibt es die Sachen halt bei dem Typen nicht, ne? Also braucht ihr dementsprechend erst diese Heldentat. Und wenn ihr dann dieses umgewandelte Item habt, ne, das ihr ja aus dem Token hier rauskriegen könnt, mit einer Chance aber nur, müsst ihr es quasi mit dem Item, was man sich craften kann, umwandeln zu einem neuen Item, ne? Und ja, ihr könnt euch quasi dieses Umcraft-Item, wenn ihr selber die Heldentat nicht habt und das selber euch nicht herstellen lassen könnt, könnt ihr es über einen Arbeitsauftrag euch besorgen, so wie ich das verstanden habe. Wichtig ist, dann seid ihr aber noch nicht am Ende, wenn ihr dann dieses gecraftete Item habt, ne, dann müsst ihr dieses noch läutern und zwar braucht ihr zwei Materialien. Einmal rechtschaffene Kugeln, die könnt ihr theoretisch selber farmen oder mal kaufen und ihr braucht noch dieses Phylakteri-Gewebe. Phylaktergewebe, irgendwie so heißt es. Und das könnt ihr wiederum beim Händler kriegen. Und zwar, wo haben wir es? Hier, für 2000 Gold gibt es eins. Das Problem ist, wir brauchen da relativ viele. Wenn ihr euch ein volles Set bauen wollt, braucht ihr alleine von den Dingern einen Gegenwert von 2,8 Millionen Gold. Ne? Also die müsst ihr noch on top reinbuttern, plus quasi dieses Crafted Item von den Berufen, wenn ihr euch das nicht selber herstellen könnt. Heißt, das wird relativ teuer und ihr müsst halt sehr viele von diesen Marken farmen, beziehungsweise erst von den Geißelsteinen, weil ihr euch damit dementsprechend erstmal diese Grundtokens holen könnt, wo dann halt ein Random-Item rauskommt. Es kann auch sein, dass irgendein grünes Tremog-Item rauskommt, was ihr halt nicht braucht. Ne? Es kann halt sein, dass ihr dir x Dinger holt, bevor euch ein Grund-Item bekommt, dass ihr dann halt wieder umwandeln müsst über das Berufsding und dann noch einen Haufen Kohle für das Zeug zahlen müsst. Also das wird eine relativ teure Angelegenheit, aber so funktioniert es in groben Zügen. Genau. Und ja, das war es jetzt erstmal soweit für den T3-Guide. Wie gesagt, die anderen beiden Videos habe ich ja vorher aufgenommen. Die solltet ihr erst reinschauen, falls ihr das noch nicht habt. Und ja, es gibt noch ein paar mehr Rätsel hier, Nax. Die werde ich aber dann in einem anderen Video behandeln, sonst wird das Ganze ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Jetzt können wir hier eigentlich noch kurz gucken. Das können wir jetzt just for fun mal umwandeln. Achso, nee, da muss ich noch dieses für... Ah, nee, das machen wir nicht. Da haue ich jetzt mal das Gold noch nicht rein. Vielleicht kaufe ich mir die lieber im Black Market. Muss ich mal gucken. Gut, aber für das Video war es das jetzt erstmal. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.